Ja, uns fehlen eigentlich nur wenige Goldstücke. Aber hier scheint nichts mehr zu sein. Heißt, wir bewegen uns doch mal einfach in die andere Richtung. Und wo ich halt noch nicht war, ist hier dieser Bereich. Hier kann also auf jeden Fall noch was sein. Ich meine, hier unten, klar, kann auch noch irgendwo in der Bibliothek was sein. Allerdings hatte beim letzten Mal auch kein Gold, sondern einfach nur die Bücher. Deswegen glaube ich halt nicht daran, dass da noch irgendwas ist. Ich gucke mal gerade, wo hier die beiden Kasper sind. Ich könnte mir zwei Dinge vorstellen. Zum einen, dass ich hier hinten irgendwas übersehen habe. Unter der Treppe oder so, keine Ahnung. Oder dass hier oben in den Baracken noch was dran ist. Ich werde erstmal die Baracken testen, denke ich. Und dann gucke ich mal, ob ich dann genug habe, ob ich dann da hinten nochmal die Treppe genauer anschaue. Das ist, glaube ich, die einzige Treppe im ganzen Haus, die unten offen ist. Hier ist ja keine, beziehungsweise diese beiden zähle ich jetzt einfach mal nicht. Aber das ist die einzige, wo irgendwie was drunter sein kann. So, wir warten einfach mal kurz, bis die beiden Kasper hier vorbei sind. Jetzt eine eigenartige Bauchmuskulatur. Stehe ich ja gleich von der Wache. Was ist da los? Oh ja, hier ist irgendwer. Bitte lass mich ins Dunkel. Okay, also hier läuft auf jeden Fall irgendwo lang. Der hätte zur Armee gehen sollen. Wenigstens Orden und Medaillen. In der Armee marschierst den ganzen Tag durch Wies und Wälder. In der Armee. Die Uniformen sind auch besser. Die haben richtig gute Stiefel und hübsche goldene Streifen. Wer macht was? Hast einen großen Fehler gemacht! Vielleicht. Okay, also auf dem Material darf ich mich einfach mal gar nicht bewegen. Sowas im Start. Oder war noch eine Ahnung? Seltsam. Was ist denn da noch? Der steht da drin. Bullshit. Mhm. Gut. Da scheint nichts zu sein. Hatte der nicht eben noch einen Geldbeutel dabei? Ich will die Trollen nicht hier. Doch eben noch ein. Na egal. Jetzt habe ich auf jeden Fall endlich mal den Hausschlüssel, dass ich nicht mehr die Türen knacken muss, jetzt wo ich die offen habe, glaube ich. Also ich glaube, dass ich den ersten hier draußen ruhig ausschalten kann. Und den zweiten, der sitzt da halt so drin. Da müsste ich mich eigentlich hier vorne vorher schleichen können. Also, ich probiere das mal. Will zur Armee, es gibt keinen Kaffee. Das ist alles blöd, ihr solltet eine gewisse Lebensentscheidung nochmal überdenken. Was anderes aus, als ob sie einen Geldbeutel dabei hätten, weil sie. Also die Uniform von denen so komisch geschnitten ist, also die Textur in dem Fall. Verdammte Ratten.
hier in die Ecke. Wer ist da? Niemand. Ich werde trotzdem aufpassen. Ja, also wenn du dich nachgucken kannst, kannst du gerne aufpassen. Das ist kein Problem, mein Freund. So. Das ist die Frage. Jorun? Bist du's? Jorun heißt ja also der andere. Also, wenn du nicht nachgucken kommst, ist alles okay, Freund. Okay, perfekt. So, und hier sind ja die Baracken. Da werden sie jetzt hoffentlich einfach nur drin schlafen. Reichen mir auch. Dann werden wir jetzt mal elegant unseren Abgang hier einleiten. Der sieht immer noch nichts, das ist sehr schön. Dann genaues Ziel. Tauchen sie in den Straßen unter. Das heißt, ich werde auf jeden Fall wieder hier vorne raus müssen. Das heißt, entweder wieder durch die Tür. Oder was eigentlich auch funktionieren müsste, ist, wenn ich mir oben eins von diesen Fenstern kaputt mache, dass ich da rausspringen kann mit dem Federfalltrank. Das müsste eigentlich genauso gut sein. Ist niemand. Das ist natürlich ganz komfortabel jetzt hier. Doch, hier über mir. Da waren. Doch, da war wer. Ich erinnere mich. Die Frage ist auch, ob mein Schlüssel passt. Sehr schön. Also ich glaube, ich wurde am Ende tatsächlich entdeckt, aber ich habe es halt geschafft rauszukommen. Treffen 4 Secrets haben wir gefunden, immerhin, okay. Fast 2 Stunden in der Mission verbracht, das ist ordentlich. 3-mal Taschendiebstahl von 11-mal 24 Schlösser geknackt, ja, das waren in der Tat einige, 13 Leute betäubt. Die Treffer, die ich erlitten habe, waren meistens dadurch, dass ich irgendwo runtergefallen bin. 2 Metallwesen stillgelegt und ein entdeckter Körper. Das kann jetzt eben gewesen sein, als er durch die Mitte gerannt ist, um hat er den Bogenschützen entdeckt. Das kann in der Tat gut sein. Beute habe ich irgendwie 800 übersehen. Okay, kann passieren. Aber schauen wir mal, wie es weitergeht mit Garrett und den Masken und dem Kultivator und was das überhaupt alles damit auf sich hat.
nicht. Die Reaktion geht weiter, wenn genügend organisches Material vorhanden ist. Und wie lange? Wenn sich das Gas in Luft aufgelöst hat, ist der Spuk vorbei, wie es scheint. Garrett, wofür könnten die Mechanisten diesen Kultivator wohl verwenden? Tja, wir wissen, dass Karras die Teile in die Masken der Diener eingebaut hat. Ja. Und dass die Diener an die Reichen verschenkt wurden. Das ist es. Häuser mit Gärten. Die Pflanzen dort könnten eine Reaktion verursachen, die stark genug wäre, um alles zu zerstören. Tja, ich schätze, wir brauchen einen Plan. Nein, dafür bleibt keine Zeit. Wir müssen in die Kathedrale der Mechanisten. Der Sender, von dem ihr gehört habt, ihr könntet ihn suchen, aktivieren und die Diener so zur Kathedrale locken. Dann müsst ihr Karras nur dazu bringen, dass er ihn befiehlt, das Gas abzulassen. Versteht ihr? Wenn ich die Kathedrale mit Pflanzen fülle, die für eine Kettenreaktion ausreichen, würde es Karras und seine Jünger erwischen und nicht die Stadt. Vergesst nicht, die Kathedrale ist versiegelt, luftdicht. Wenn wir in die Kathedrale hineinkommen, wenn ihr sie mit Pflanzen füllt, wenn ich den Sender aktivieren kann und das alles, ohne entdeckt zu werden, viel zu riskant. Wir werden alle sterben. Karras plant mit diesem Gerät alles zu vernichten, was uns lieb und teuer ist. Alles ist bereit. Er muss nur noch den richtigen Befehl erteilen. Uns bleibt keine Zeit. Wir müssen handeln. Seid ihr blind oder wollt ihr es nicht erkennen? Euer Plan ist glatter Selbstmord. Ich habe eine bessere Idee. Und ich arbeite allein. Diane, Larkspur, ich muss mit euch sprechen. Jetzt. Ich bin hier gegen den ausdrücklichen Wunsch des Rates der Hüter. Wir sind Freunde, Garrett. Hör mich an. Victoria hat mit dem Sturm auf die Kathedrale begonnen. Nein. Ich hoffe, dass die Zeichen nicht recht behalten. Und die Blätter über ihm raschen. Schau mir in die Augen, du Narr! Und mächtig schwach. Victoria! Doch Karras zu Garrett! Sie. Ich rettete sie tapfer und endgültig. Ich habe versagt. Meine Pflanzen sind zu schwach. Sie können die Reaktion nicht auslösen. Diese mechanischen Bestien haben mich entdeckt. Doch eines kann ich noch tun. Dann liegt es an euch, mein guter Dieb. Warte! Victoria, lass uns von hier... Victoria! Nun ist der Weg für dich frei. Ich pflanzte genug. Karras. Okay, sieht nach dem großen Finale aus. Victoria hat sich scheinbar gerade für uns geopfert, die uns im ersten Teil ja noch unser Auge geklaut hat und Konstantin zusammengearbeitet hat. Hat sie jetzt tatsächlich für die Stadt und auch für ihre Pflanzen ihr Leben gegeben. Ziemlich krasse Charakterwandlung, aber finde ich ganz gut. Mit so ein bisschen Charakter-Weiterentwicklung auch ein Ziel, hatte ich gar nicht mehr so in Erinnerung. So, ja, Sabotage in Soulforge. Soulforge ist ja die Kathedrale der Mechanisten, früher der Hammeriten. Sabotieren Sie Karras Plan, indem Sie die Diener mit dem Leitsender zur Kathedrale der Mechanisten führen. Zunächst müssen Sie doch herausfinden, wie der Sender funktioniert. Okay. Karras darf von ihrem Vorhaben nichts von ihrem Vorhaben bemerken, sonst aktiviert er die Diener nicht. Okay. Wenn Sie alle Ihre Aufgaben erledigt haben, verlassen Sie die Kathedrale, bevor Karras sie versiegelt und die Diener sprengt. Ich sehe noch einen Schönheitsfehler in dem Plan. Warum sollte Karras die Diener überhaupt aktivieren, wenn sie mit ihm zusammen in der Kathedrale sind? Er wird ja merken, wenn die auf einmal alle stehen vor der Tür. Na gut. Wir fahren mal fort. Einkaufen darf ich wahrscheinlich nicht. Weil ich ja gerade schon in der Kathedrale drin war. Oh doch, ich darf doch kaufen. Okay. Ja, allerdings darf ich nicht wirklich viel kaufen. Wasserpfeile nehme ich auf jeden Fall mit. Gaspfeile denke ich auch. Einfach aus dem Grunde, dass ich die notfalls als Wasserpfeile zweckentfremden kann. Unsichtbarkeit. Ja. Federfall.
Ich habe keine Klettersachen. Doch, ich habe Efeu-Pfeile habe ich. 5 Stück. Ich nehme einfach mal 2 davon mit. Und dann investiere noch ein bisschen in Moospfeile. Weil ich vielmehr gemerkt, dass ich da eigentlich nicht genug davon haben kann. Eintrank habe ich jetzt natürlich nicht dabei. Brauche ich aber wirklich auch nicht. So, ja, gucken wir mal. Ihr seid Garrett, nicht wahr? So sieht man sich wieder. Und was ist mit dieser Holztante? Seid ihr gemeinsam gekommen? Tja, ihr seht, wie leicht das Böse gefällt werden kann, wenn der Aufrichtige die Axt hält. Gebt euch keine Mühe, Garrett. Ich sehe, dass ihr selbst jetzt noch versucht, mich aufzuhalten. Aber ihr könnt nichts tun. In meiner Kammer bin ich völlig sicher, selbst vor einem geschickten Mann wie euch. Die Diener gehorchen ausschließlich mir und erwarten meine Befehle. Vielleicht habe ich bereits zu lange gewartet. Ja, der Plan hat ja wunderbar funktioniert, wenn man sich einfach genau neben die Kamera stellt beim Spawn. Garrett, dann ja, was da passieren soll. Ja, euer Eindringen hier ist ein Zeichen. Möge die Welt nun die Ankunft des Erbauers erleben. Ich fürchte euch nicht, Garrett. Dennoch habe ich den Kindern des Erbauers befohlen, euch zu töten. Ihr werdet mich nie wieder stören. Bin ich spontan dagegen. Okay, ja, die Karte ist natürlich richtig Premium. Kann ich A. Nach unten. Irgendwelche Antennen, keine Ahnung, was das soll. Das war's. Okay, also da oben ist eine Kamera. Ja, verlassen wir einfach mal Bereich A. Die Schlacht von Victoria. Scheinbar einige Metalle, die wir mitgenommen. Anweisung. Legen Sie das Ausgangsmaterial in das Becken an der Oberseite der Maschine. Führen Sie eine Stahlplatte in den Schacht an der Seite der Maschine ein. Drücken Sie den Knopf, um die Maschine zu aktivieren. Die Auswurf der Endprodukte erfolgt auf der anderen Seite. Zu wissen, das kann ich scheinbar ohne bedienen. Aber was kann ich mir da walzen? Ich weiß es nicht. Morgen wieder. Mal kann das zu folgen. Danke fürs Zuschauen. Bis dann.